Unsere Fortnite-Klasse ist damit fertig. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und wir dachten uns einfach mal, dass wir, also Sweezy ist natürlich am Start. Yo. Wir dachten mal, wir gucken mal, ob man Fortnite in Call of Duty spielen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, da packen wir uns natürlich BO3 aus, wenn schon, denn schon. Ja, wir wollen jetzt aber gucken, welche Waffen könnten passen, welche Specialist könnte passen und vor allem, welcher Spielmodus könnte passen. Und das wollen wir jetzt zusammen mit euch anschauen, dann spielen wir natürlich ein paar Runden. Ja, Digga, okay. Also gehen wir erstmal auf Spezialisten. Welcher Charakter sieht denn aus wie einer aus Fortnite? Die meisten haben halt Masken auf, deswegen vielleicht, ja, ich weiß nicht. So ein Dark Knight? Gibt's sie, glaube ich, nicht, oder? Dark Knight? Ja, warte mal, wer sieht denn aus wie der Dark Knight? Okay, Leute, und zwar haben wir gerade mal ein bisschen geguckt. Der Dark Knight sieht dem Aktivtarnung, dem Spectre schon ziemlich ähnlich. Also ich würde auch Aktivtarnung benutzen. Mhm. Oh, warte mal, ich kann aber richtig jetzt mal modellieren hier, damit es noch besser aussieht. Also schwarz-rot muss ich suchen. Ich habe ja hier alles, Leute. Ihr wisst ja, als ich die AN94 gejagt habe, da habe ich eigentlich alles bekommen. Boah, das hier sieht auch krass aus. Tschüss, Digga, die sehen so heftig aus, manche. Alter. Ja, ich hab nur die Standardsachen, Digga. Ja, das müsste ich eigentlich nähen, Leute. Das so mit schwarzen, schwarz-rot, also das ist hier Flammen. Habe ich den Körper von Flammen auch? Natürlich. Ja, das sieht doch hier, das sieht ja echt aus wie der Dark Knight, okay. Gut, jetzt müssen wir gucken, welche Waffe man spielt. Also ich würde sagen, welche Waffen gibt es? Es gibt doch da so M4, dann gibt es ja schon die Dingens, oder? KN sieht doch eigentlich ähnlich aus. KN, oder? Habe ich auch gedacht. Oder, wobei oder M16, es gibt ja eine M16. Ja, stimmt. Du hast du die? Nee, ne? Nee. Okay, aber es gibt ja eine M16, ja, dann nehme ich natürlich die M16. Ja. Ich will natürlich die, am besten wäre natürlich die lila M16. Ja, das wäre super, Digga. Oder gibt's hier auch ein Gold? Nee, ne? M16, Digga, in lila. Ja, ich hab doch hier. Aber welche Waffen, welchen Farben gibt's die denn? M16 ist die Standard-Dings hier, oder? Nur ja. Bis blau geht die, Digga. Bis blau geht die? Ja, und dann kommt das SKH als lila. Lila gibt nur SKH und Dings. Das SKH ist ja hier nie rausgekommen, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, das hier sieht doch schon aus, so die Tarnung passt, so eine Sturmtarnung auch noch. Ich hab die grüne KN, das ist diese andere da. Die ja, ich hab keine Aussätze für die M16. Super, Digga. Aber stimmt, aber es gibt doch eine, die aussieht wie die AN, oder? Mit KN. Ja, es gibt doch eine, die so, achso, wie die KN. Ja, ist doch die andere da. So würdest du sagen, ja stimmt, dann nehmen wir eher die. Da habe ich auch ein paar Aufsätze wenigstens. Okay, dann packe ich mir jetzt hier trotzdem die gleiche Tarnung drauf. Sogar eine grüne Tarnung, passt perfekt. Die gibt es auch als grüne Variante in Fortnite. Oh, mit das hier drauf. Und jetzt packe ich mir drauf, schnell ziehen, Griff und Schaft. So ganz klassisch. So Leute, dann haben wir uns gedacht, welcher Spielmodus am besten passt. Und zwar, in Fortnite geht es ja darum, in der Zone zu bleiben. Und es gibt natürlich auch in COD einen Modus, wo es darum geht, in der Zone zu bleiben. Und zwar Stellung. Und deswegen spielen wir eine Runde Stellung. Ich gucke mir nochmal hier an, welche Streaks ich mir da einpacke. Ja, ich auch gerade sagen. Ich würde sagen, Drohne, Blitzstark, Hellstorm. Da kann man die Stellung eigentlich ganz gut mit frei halten. Ja, oder wir können auch mit Vorräte spielen, das ist so der Lootballon. Ah, stimmt, der Lootballon, ja, richtig, sehr gut. Also wir machen eine Challenge draus, wer von uns beiden mehr Stellungs-, also länger in der Stellung war, hat dann sozusagen gewonnen. Ja, okay, easy. Okay, Leute, wir haben sogar eine Stellungsrunde gefunden in Arena, also Solo versus Squad ist quasi jetzt gerade da, nee, Duo versus Squad Modus. Ja. Das wird sogar gar nicht so einfach zu gewinnen, glaube ich, das könnte sogar cool werden. Das ist absolut die Sweater, Digga, die haben NS im Plan, denke ich sogar. Oh mein Gott, das wird so, wir werden so verlieren, Digga. Digga, wir müssen jetzt echt die ganze Zeit in die Stellung gehen, Digga. Hoffentlich wird jetzt die KN nicht gesperrt. Safer lieber schnell die KN. Digga, als ob die gesperrt wird. Mann. Mach wo trotzdem, Digga. Ja, ich such sie doch gerade. Warte. Boah. Ey, dann bann Dings die VMP und so. Ja. Weil wir können sie eh nicht spielen. Stimmt, wir brauchen das alles nicht. Zack, weg damit. Boah, die anderen machen so ernst, die waren Großkaliber und so, Digga. Und Shiva, Digga. Die denken, wir packen jetzt die Shiva aus mitten in der Woche um 12 Uhr mittags, Digga. Alter. Ey, Digga, die machen richtig ernst. Ich mein's ernst, Alter. Okay, Spezialisten. Digga, jetzt müssen wir es natürlich. Du darfst natürlich. Ja, also, du nimmst jetzt Ripper und ich nehme Aktivtarnung, Digga. Damit wir beide unseren Fortnite-Charakter am Start haben. Ja, okay. So. Hab ich nicht Aktivtarnung genommen, ich Pfosten, Alter. Ich hab noch nie Ripper gespielt in meinem Leben. Zack, so wir beide sind hier im Spectrum-Modus unterwegs, Digga. So muss das mit sein. Kinetic, Sturm und so. Sense, let's go, und, Digga. Aber Raphael wird eh nichts wählen, Digga. Ja, ich weiß. Und Granaten können wir eigentlich auch spielen, oder? Gibt's ja auch in Fortnite auch. Granaten? Ja, aber dann weiß ich nicht, was ich rausnehmen soll, Digga. Ich könnte aber doch übertakten, brauche ich nicht. Okay, ja, stimmt, Granaten gibt's auch. Das heißt, Splittergranate.
Gibt's eine taktische Granate? Ich guck grad mal. Es gibt auch Rauchgranaten. Doch, ne? Rauch, ja, stimmt, Rauch gibt's. Also Rauch, perfekt. Unsere Fortnite-Klasse ist damit fertig. Gucken wir mal, ob wir damit was reißen können. Gut, wir müssen auch nur eine Klasse machen, ist praktisch. Ja, aber ich glaube, die Waffe so gegen Cuda oder M817, A7, ist schon echt belastend. Digga, guck mal bitte auf deren Prestige-Dinger, also Liga-Dinger. Hab ich eben schon gesehen. Ich hab sowas noch nie gesehen. Wird die skurrilste Runde aller Zeiten, glaube ich. So Leute, Fortnite, wir sind Duo gegen Squad gerade. Let's go, Sweezy. Oh mein Gott, ich bin so rot. Wir müssen so in die Stellung gehen, die ganze. Erstmal werden natürlich die Granaten und die Rauchwand ausgepackt. So. Wo ist der? So, ich bin schon in der Stellung, Digga. Ich bin in der Zone, ich auch, bin Digga. In der Zone. Die Zone ist groß. Der Sturm, das Auge des Sturms kommt langsam. Oh, hinter uns. Ah, hinter uns, okay. Schnell wieder zur Zone, Digga. Immer noch drin. Das Ding ist, wir spielen jetzt komplett anders, Leute, als wir eigentlich spielen würden. Eigentlich müsste immer einer rausgehen aus der Zone, aber wir machen das jetzt anders. So, wir spielen. Da drin bleiben. Ah, da ist noch einer. Ja, ich hab einen, hab ich. Ah, der andere hat mich leider, so ein Mist. Aber sieht gut aus bis jetzt. Wir sind gut in der Zone. Aber wir machen ja auch gegeneinander die Challenge. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja. Erstmal werden natürlich Granaten und Rauchgranaten geworfen. So, let's go. Da kommt einer von der Seite. Was? Meine. Wa, hä? Oh mein Gott, okay. Oh, na, hier kommt die nächste Zone hin, wo ich jetzt gerade bin. Ja, ja. Die wird kleiner, der gewinnt schnell. Ja, die Zone wird kleiner, die Zone wird kleiner. Okay, komm. Ja, sie haben die Zone eingenommen. Ja, wir müssen schnell in die Zone, schnell in die Zone. Ich gehe jetzt schnell hier lang. Ich komme. Hab einen. Ich hab so gutes Aim, Digga. Ich stehe 1-5. Let's go. Egal, Hauptsache die Zone, Leute. Hauptsache die Zone. Ja, ich bin auch drin. Boah, aber von der Zone so sieht's richtig gut für uns aus. Also. Ja, von der Zone sieht's gut aus für uns. Komm ganz nur von Kills leider nicht so gut, Digga. 1-6 stehe ich nämlich. Ja. Aber die nächste Zone kommt hier. Ich warte schon mal auf die nächste Zone. Naja, ich komme auch rüber. Einer macht den Wallrun außen, Digga. Oh. Die machen einen so oft Pro, Alter. Ich raste aus. Ja, leider stehe ich auch 1-7 mit Kills, aber Hauptsache die Zone, Digga, warte mal eben. Ja, ich komme auch. Ich komme zur Zone. Ich bin absolut auf der anderen Seite, Digga, die hittet mich gerade so gut. Ah, stimmt, die Zone hittet dich natürlich, wenn du nicht drin bist. Die hittet mich gerade so heftig. Erstmal eine Granate auspacken. Zack. Okay, Granate kommt rein. Ja. Ja, da habe ich direkt einen mitgeholt. Let's go. Das war mein erster Splittergranatenkill in Black Ops 3. Also jetzt erstmal die Zone spielen, ganz easy die Zone. Hast du vielleicht ein paar Verbänder oder so? Ja, ein paar Verbänder kann ich dir geben. Komm her, ich drop dir, ich drop dir. Okay, hab die Zone verteidigt. Perfekt. Die Gegner sind aus der Zone, die müssen übelst Damage gerade bekommen. Ja, aber was denkst du, wo geht die Zone danach hin? Ja, ich Richtung Tilted oder? Na, ich glaube Richtung Mitte der Map, Digga. Ja, so Loot Lake und so. Ja, genau. Okay. Ja, mich hat ein K geholt, nice. Ich mache Aktivteilen an, um die Zone möglichst gut zu halten. Wir haben so viel Zone-Teilen, das ist nicht mehr normal. Komme, ich komme. Oh mein Gott, Digga, ich wurde so gesaved. Nein, von der Seite. Nein. Okay, aber Zone läuft gut. Ich bin jetzt auch von Kills her wieder dran. Oh Gott, das ist voll spannend bei uns beiden, Digga. Ja, ich weiß. Wer mehr Zonenpunkte hat. Runter, Digga, muss jetzt warten auf Wiedereinstieg. Jetzt geht's los. Ja, Trophy-System ist schon in der nächsten Stellung. Die machen richtig ernst. Holy shit, Digga. Holy shit. What? Ja, ist, Digga. Die machen. Der gibt 1000%, Digga. Mein Gott, wir haben 2018. Ich krieg so Damage außerhalb der Zone. Ja. Das Ding ist, die wollen ja sogar gewinnen. Die wollen ja auch in die Zone gehen. Ich weiß. Halt die besseren, ne? Wenn nichts machen. Okay. Grape sie. Ding ist, ich darf auch nicht mal rausgehen aus der Zone. Das ist zu belastend. Ich töte den oben, bitte. Ja, ist nicht so einfach, Digga. Ja, er hat einen Tempest. Ja, den hab ich. Ich bin in der Zone. Die machen so ernst. Ich weiß, Digga. Wir spielen hier Fortnite-Challenge, Digga. Wir haben ja auch die Waffe. Unsere Waffe ist ja auch viel schlechter als die von denen. Ich weiß, ja. Digga, ja, ich glaube. Da sind vier Leute drin. Die machen. Ich hab sowas noch nie. Ich muss in die Zone, Digga. Das. Ja, die haben sogar. Digga, die halten Spawn, Alter. Jetzt geht's los. Wir müssen die Zone, die Gegner holen auf. Ja, ich komm grad da nicht hin. Ja, jetzt bin ich da. Meine Granate kommt rein, ja, warte, Granate, der ist weak. Nice. Ich rutsche hier durch die. Du hast den Teammate geholt. Perfekt, das war auch Absicht. Ja, ich bin runtergefallen. Ich wurde so gefickt, Digga. Okay, schnell, wir sind bei der Zone gespawnt. Ja, ich muss erstmal wieder im Stieg warten. Ja, ich bin auf der anderen Seite von der nächsten Zone. Ah, das ist direkt wieder einer am Start hier. Ja, ich bin auch bei der nächsten Zone, aber ich gehe noch einmal rüber. Ja, ich auch. Komm. Granate muss erstmal rein. So. Ja, safe.
Rauchgranate. Ja, er hat mich. Zwei Leute drin. Egal, ich bleib bei der nächsten Zone. Ich mach keinen. Ey, die mich gejagt ernst. Hat. Die machen ernst, die spielen um alles. Okay, grade. Nächste Zone, Digga. Wichtig, wichtig. Die Zone ja, ist richtig wichtig. Wenn wir die jetzt nicht halten, raste ich aus, Digga. Ich will unbedingt gewinnen, weil sie. Nein, Active Camo so gewastet. Oh Gott, das wird knapp, ja. Leute. Wie mit Counter-Drohne, jetzt geht's los. Wo sind sie? Ja. Fand ich jetzt Cerberus, die haben Loot, die haben Loot. Nein, ja. Wir spielen hier gegen so einen Full-Squad-Tryhard. Ich weiß, die machen so ernst. Ich komm zur Zone. Ja, ich schaff's nicht, die M8 droppt mich mit einem Burst, Digga. Der hat so die goldene SKH da hinten, Mann. Oh, der Cerberus ist direkt neben mir. Komm. Ich versuch einfach zu überleben und die Zone zu spielen. Wir führen ja auch mit nach der Zone. Der Cerberus hat so meine Oma geschwängert. Okay, nächste Stellung. Ich bin ja, auf dem Weg. Ja, mich auch, Digga. Meine auch. Ey, oh mein Gott, der ist so krass, Digga! Das will ich sehen. Ich hab so eine One-Burst across the map kassiert. Die haben halt absolut die besseren Waffen und sweaten um ihr Leben und ist ein Full-Squad. Ja, der Cerberus nervt, Mann. Wieso kriegen die auch keinen Loot-Ballon? Warte, ich versuche jetzt Dingens, Alter. Ich bin so weit entfernt vom Loot-Ballon, das ist unnormal. Der ist komplett auf der anderen Seite gedroppt. Oh mein Gott, Digga, man kann nichts machen. Ey, die holen auf, die holen auf. Er steuert den Loot-Ballon selber. Man kann ja nichts machen, es gibt ja keine EMP-Granaten. Ja, ich weiß. Wo ist der Nice? Nate kommt noch von mir, die wird da. Auf ihn? Hast du Semtex oder Nate? Semtex. Echt? Jetzt ist alles frei, Digga. Ja. Okay, einer kommt noch, einer ist noch da. Du musst jetzt überleben. Hab einen? Okay, komm, let's go. Nächste Stellung. Ja, der hat mich. Egal, nächste, Mann. Wir gewinnen ich, das. Ich lieg hier für ernst. Den. Ich lieg in der nächsten, Digga. Ich komme. Ich lieg hier so billig, Digga. Ja, ich bin hier oben auf dem billigsten Spot. Nein. Er hat Dings hier. Wo ist er? Nein, Schwebeladung, Digga. Oh Gott, es wird knapp. Nein, Digga, ich brauche Hilfe. Warte, da liegt ein Nate. Der Tempest hat so meine Oma ge... Ich bin immer noch in der Stellung, was mache ich in der Zone? Okay, das ist gut, Digga. Spiel die Zone, ich helfe dir. Noch ein neuer Cerberus. Ja, er hat noch einen Loot-Ballon, Mann. Wie geht das? Er hat so viel Glück mit dem Loot. Ja, genau. Okay, ich habe die Stellung ist frei. Unser Standardwaffen. Oh mein Gott, oh Gott, nein. Ich halte hinten. Hilfe. Ah, egal. Du musst auch in die Stellung kommen, du musst in die Zone, weiß, Digga, das kriegst du doch selber. Das Problem, ich weiß, das ist das Problem, deswegen bin ich schon direkt gekommen. Jetzt sieht es aber gerade gut aus, jetzt sieht es gerade richtig gut aus. Ja. Noch eine Rauch-Nate. Ja, einer ist drin. Ich bin hinter ihm. Ich bin aber direkt neben der Zone. Oh, hab ihn. Noch einer. Hab ihn auch. Komm, okay, komm. Wir sind denn da noch drin, Mann? Okay, komm, Digga, wir gewinnen die Fortnite-Challenge. Komm schon, zack. Let's go. Oh, der Cerberus kommt. Da sind zwei Leute drin. Egal, ich geh nächste Zone. Oh Gott. Einer kommt über Mitte, den hole ich, den cutte ich. Ja, ich seh ihn, der kommt. Hast du ihn? Ja. Da hinten? Oh Gott. Hab ihn. Einer noch. Egal, wir spawnen hier. Okay, gut. Ey, wir müssen die Zone. Wir müssen jetzt in die Zone, ja, ich weiß. Ich versuch's. Ich werfe Rauchgranaten wie keine Ahnung was, Digga. Ich auch, ich werf einfach irgendwas. Ja, ich auch. Komm schon mal, wir brauchen oh mein Gott, was. Digga, nein! Oh Gott, die holen auf! Ja, nein, das sehe ich nicht ein, ich gehe jetzt rein, komm. Erster, ja, dann bin ich tot. Ich gehe in die nächste Zone, das macht keinen Sinn. Die ist halt echt belastend. Die haben übel gut gebaut halt dort. Ja, die haben echt gut gebaut. Ich komme auch nächste. Die haben halt alles mit Stahl. Ah, nächste sind die auch schon am Bauen gerade. Aber erst mit Holz kannst du abballern, easy. Komm. Warte. Oben ist einer drauf. Mein Gott, er schwitzt um sein Leben. Komm schon, Digga. Gib alles. Oh Gott, okay. Oh, einer noch weak. Ah! Hab ihn. Oh Gott, das ist die spannendste Runde, Digga. Bist du in der Zone? Ja, ich bin drin. Okay, ich komm rein. Da ist noch einer. Komm. Da kommt noch einer. Hab ihn. Nein, Wasser. Zack, hab ihn. Sauber. Zack. Wo ist der letzte? Nur eine Sekunde. Eine Sekunde drin. Okay. Ey, nein. Let's go, oh Gott, komm. Hol die Zone. Let's go, komm. Ich geh nächste ja, Zone. Ja, die kommen auch schon nächste. Oh mein Gott. Komm. Eine Sekunde brauchen wir nur. Ey, die sind auch schon da. Marcel, da. Let's go.
Alter, okay, das war echt spannend, Mann. Ja, ich hab sowas noch nie erlebt. Alter, okay, schön. Also, wir haben es geschafft, die Zone. Du warst 2 Minuten 42, ich war nur 2 Minuten 26 in der Zone. Alles damit easy, bist du Digga. Der bessere Fortnite-Spieler von uns beiden COD. Ich würde sagen, die Runde kann man so stehen lassen, das war spannend genug. Lass ein Like da, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.